Ich hab mich schon gewundert, dass der hier besoffen ist. Ich glaube, das gibt es im Sumpf. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir was bringen könntest. Jetzt habe ich es natürlich nicht gelesen. Klar, ich halte die Augen offen. Gib ihm Schluck auf Gras. Ich dachte, der wäre besoffen. Tut mir leid. Ich meine nicht, dass ich jetzt dahergehe und sage, boah, alle reichen Händler sind ständig besoffen. Nein, das wirkte einfach so. Das tut mir leid. Ich habe mich schon gewundert, warum der ihn erschrecken will, weil er besoffen ist. Ich dachte, dieses Hicks gehört zu seinem Besoffenheitsding. Das tut mir leid. Das war nicht beabsichtigt. Da hat er gute Schluck auf, wenn er eine gute Mahlzeit zu sich nimmt. Und ich muss jetzt zurück und muss ihm so einen Schluck auf Kraut bringen. Dum 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 dum. Also erstmal im Helletrapp wieder zurück. In den Sumpf. Und da unter dem ganzen Ungeziefer. Ist das von uns? Ja. Und da unter dem ganzen Ungeziefer dieses komische Kraut suchen gehen. Also die Augen offen halten. Nach dem Schluck auf Kraut. Das ist mit Sicherheit irgendwo ganz oben. Dass man auch ja durch den kompletten Sumpf durch muss. Wahrscheinlich ist er auch noch ein Boss. Hier ist kein Kraut. Nö, hier ist kein Kraut. Fängt ja super an. Hab ich denn irgendwas? Gartenzertifikat. Ach ja, stimmt. Jetzt kann ich das ja freischalten. Moment. Hier. Juhu, freigeschaltet. Garten. Ein leeres Beet. Das müsste eigentlich erstmal reichen. Und das muss ich jetzt auch erst bauen. Alter, da muss man ja alles bauen erstmal. Aber ich bin froh, ich bin echt froh, dass man da einfach pennen kann, bis man schwarz wird, auf gut Deutsch gesagt. Was haben wir hier? Holzstapel. Sägeblock, Holz, Hackplatz, Werkbank für Holz. Ah, ich sehe schon. Oder ich höre schon, eher gesagt. Ja, wusste ich's doch. Hi. Muss ich aber leider erstmal hier drauflegen. Weil ich habe nicht mehr genug Energie. Ich muss erstmal ein bisschen schlafen, dass ich dich auseinanderzwiebeln kann. Aber das ist so ein bisschen unproduktiv. Das ist wirklich so ein bisschen unproduktiv. Ach, das ist ein Ei. Milch und Ei. Also bis auf Aufschnitt kann ich eigentlich gar nichts machen, ne? Ich muss mal ein bisschen schlafen, dass ich denn bearbeiten kann. Ach. Kann man diese Gebüsche nicht irgendwie auch entfernen? Oh, warte, ich muss ja hier rein. Was ist eigentlich das da hinten? Den
Leichenhallentisch. Ah. Was ist das? Fix the Corpse Hatch. Keine Ahnung, was das sein soll. Ein Leichenschrank oder wie? So, das heißt, wir müssen wieder eine neue... ein neues Grab bauen. Oh, Entschuldigung. Ich muss irgendwie dringend so ein Dingens bauen, so ein Steinbearbeitungszeug. Was war das nochmal? Ach, der Garten. Was brauche ich denn für so einen Stein? Werkbank für Holz, Steinvorrat. Oh, ich glaube, ich muss das ja erst skillen hier, ne? Hier, Steinmetz. Da brauche ich noch 15. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was hacken. Und so, damit ich... damit ich hier die Ding krieg. Diese roten Punkte. Wie viel brauche ich denn? 15. Puh. So, einmal pennen. Ich glaube, ich werde hier noch sehr viel Spaß haben. So, ein paar Bäumchen hacken. Oder Steine. Vielleicht wäre das eine bessere Idee. So, machen wir hier ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz muss sein. Ich glaube aber nicht, dass man hier auch unendlich Platz hat, ne? Nur so nebenbei. Ich glaube, irgendwann ist das Ding auch mal voll. Kann ich mir gut vorstellen. So, ein Pünktchen brauchen wir noch. Oh, hier kann ich gar nichts machen. Fertigen? Mach den Weg frei. Interessant. Wir machen den Weg frei. So, jetzt haben wir 15. Jetzt kann ich hier Stein metzen. Jetzt müsste ich eigentlich ein neues Ding hoffentlich bauen können. Steinschneider, ja! Yeah. Also 4 Nägel und 4 Balken. Mal gucken, ob wir noch 4 Nägel haben. Nein, wir haben nur 3 Nägel. Och nö. Nein. Was ist... was? Hä? Ich verstehe nicht, was das sein soll hier. Nein, wir haben nur 3 Nägel. Och, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir brauchen noch einen. Einen Nagel brauchen wir noch. Einen scheiß Nagel brauchen wir noch. Oh, nö. Das heißt, wir müssen den Nagel jetzt entweder kaufen
Oder wir müssen die Schmiede, irgendwie eine Schmiede bauen und dann die Nägel selber, glaube ich, herstellen. Das heißt, wir brauchen einen Ofen. Einfache Eisenstücke, Steine. Damit wir das Eisen schmelzen können. 14 Steine war es, glaube ich, ne? Und, ich glaube, das... Ich glaube, die da waren das. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, wie viel. Muss ich nochmal gucken. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. War das jetzt... War das hier? Ja. So. Dankeschön. So, und dann können wir einen Ofen bauen. Oh, das dauert lange. Krass. Hui, und jetzt können wir hier einmal Brennstoff mit Kohle und dann Eisenbarren machen. Doch ja, entweder aus Eisenschrott können wir den Eisenbarren machen oder aus Eisenerz. So, jetzt. So, Brennholz, Kohle. Oh, warte mal, ich kann doch Brennholz machen, ne? Da brauche ich eine Holzmarkierung für. Okay, das heißt, ich muss erst eine Holzmarkierung bauen und dann die Holzmarkierung zerkloppen, oder was? Und da brauche ich auch wieder einen Nagel. Alter. Nee, dann nehme ich lieber irgendwie Stöcker oder so. Das. Ich glaube, 10 waren das, ne? Ach komm. Nimm mit. Alter Schwede. So, 30 brauche ich. Ach, da brauche ich noch eins. Jetzt, genau, jetzt kann ich eins machen. Ah, und das grillt jetzt praktisch und derweil kann ich wieder was anderes bauen oder schlafen gehen oder was auch immer. Ah, ja. Das kann ich gar nicht hacken. Hacken. Wächst der gerade nach, oder wie? So, derweil sammle ich noch mal ein bisschen Sachen hier. Der Inquisitor. Ich habe gerade den Inquisitor gesehen. Er ist ganz in der Nähe auf dem Weg zum Hexenhügel. Oh, Saad, er wird mich umbringen. Oder noch schlimmer. Beruhige dich. Ich werde ihn ablenken. Vielleicht finde ich etwas auf diesem Hügel, das mir hilft, nach Hause zu kommen. Hä? Ich verstehe. Ist er fertig? Nö. Ach stimmt, das da unten muss ich auch noch bauen, ne? Das... Ah, scheinbar bin ich richtig, ja. Alles ist bereit, mein Herr. Gut. Gab es Probleme? Nein, mein Herr, aber da war so ein komischer Kauz. Der hat hier rumgeschnüffelt. Oh, da ist er! Halt! Leute, beruhigt euch. Ich wohne hier auf dem Friedhof. Er nennt uns Leute? Das muss für wahr ein Kultist sein, mein Herr. Sag ihnen, dass du der Friedhofswärter bist. Ich bin der Friedhofswärter hier. Da können sie die Dorfbewohner fragen. Dann musst du wohl neu sein. Ich fühle, dass du die Wahrheit sagst. Möchtest du mich zur Hexenverbrennung begleiten? Es wäre mir eine Ehre. Also wie bist du zu dieser interessanten Aufgabe gekommen?
Ich glaube, die Wahrheit ist, glaube ich, besser. Eigentlich komme ich aus einer anderen Welt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich hierher gekommen bin. Ich muss zurück nach Hause, zu meiner Frau. Jetzt ist nicht die Zeit zu scherzen. Und mir gefällt deine Einstellung nicht. Hier bin ich, der Großinquisitor. Ich schütze die wahren Glauben und die Menschheit. Wir erleben gerade schwere Zeiten in der Stadt. Das Schiff der Toten ist bereits überfüllt und es steckt schon ein neues Schiff am Hafen fest. Dein Friedhof könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen werden. Der dunkle Kult wird stärker, ich kann es fühlen. Rechtschaffener Zorn regt sich in meine Seele. Wir hatten lange keine Hexen mehr und jetzt verbrennen wir schon die zweite dieses Jahr. Und das ist nur der Anfang. Alter, wie sieht das denn hier aus? Die Hexe soll brennen! Entzünde das Feuer! Was? Ja, mein Herr. Was? Ihr verbrennt ihr jetzt ernsthaft eine Hexe? Alter! Lang lebe der Großinquisitor! Hurra! Hurra! Alter! Also, du hast wohl viel mit Leichen zu tun, nicht wahr? Ja, das gehört zu meiner Arbeit. Und du lebst gleich neben diesem Hügel beim Friedhof, stimmt's? Ja. Interessant, interessant. Weißt du, ich brauche hier jemanden im Dorf. Einen Freund. Ein Freund von mir ist ein Freund der Heiligen Inquisition. Dorfbewohner sind so verschieden von uns Stadtmenschen. Man kann ihnen einfach nicht trauen. Aber du bist neu hier. Dir könnten ungewöhnliche Dinge auffallen. Werde sein Freund. Na klar, es wäre mir ein Vergnügen, ihr Freund zu sein. Eine weise Entscheidung. Freundschaft basiert auf Vertrauen und gutem Willen. Und mein Vertrauen zu gewinnen und ein Freund der Inquisition zu werden, musst du diesen guten Willen erst einmal beweisen. Nun denn, ich habe ein paar kleine Aufgaben für dich. Da liegen vor die Knochen. Was für Aufgaben? Alles zu seiner Zeit. Heute ist der Tag des Zorns. Kein Tag, um sich mit Kleinigkeiten herumzuschlagen. Wir können am nächsten Mars reden. Oder in einem anderen Mars. Ich komme gerne hierhin. An keinem anderen Ort fühle ich meinen heiligen Zorn so intensiv. Alter. Kann ich mit irgendjemand hier quatschen? Nö. Oh, was haben wir hier? Wir haben jetzt also Mars. Hä? Hä? Ach so, die Uhr dreht sich. Ach, die Uhr selber dreht sich. Ich dachte, das Ding bewegt sich. Ich war die ganze Zeit dabei, dass ständig der gleiche Tag irgendwie ist. Ja, guck mal, hier kann ich auch arbeiten. Interessant. Ja, das kann ich wohl später auch mal abbauen und reparieren oder so vielleicht. Ich glaube, jetzt checke ich das. Wenn das dann hell wird und dunkel und dann zieht die Uhr weiter oder so. Ah. Das ergibt Sinn. Triff dich auf dem Hexenhügel. Also wenn wieder dieses Ding da steht, muss ich wieder hier hoch. Jetzt darf ich hier hoch. Juhu. Ich freue mich. Was ist denn da hinten? Wo bin ich denn? Hexenhügel. Also ich finde, die Karte könnte auf jeden Fall noch irgendwie ein Zeichen tragen, dass ich weiß, wo ich selber bin. Was ist das denn? Sind das alte Felder? Ach, guck mal, jetzt bin ich hier. Das hier kann ich alles noch abbauen. Oha, ein abgebranntes Haus. Wo ich auch nichts machen kann. Hier mein Grab. Warum ist da oben ein Grab? Hier mein Feld. Da ist nichts. Hier geht's auch noch nach oben. Hier geht's hoch zum Hexenhügel.
Ist ja interessant. Und das ist größer als erwartet, wie es scheint. Das ist echt groß. Also bisher, ich weiß ja nicht, was noch alles kommt, aber aktuell ist das recht groß.